Die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik. Hä? Fragt Innenminister Friedrich, welche Asyl- und Flüchtlingspolitik? Ich mach doch gar keine. Stimmt. Aber eigentlich war die Sache mal glasklar. Nachdem wir etwas Mist gebaut hatten, schrieben uns die Gründerväter Artikel 16 Absatz 2 ins Grundgesetz. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Bis 1992, da entdeckte die CDU die Asylanten als Wahlkampfthema. Der Deutsche fand's super. In seltener Eintracht schufen CDU, CSU, SPD und FDP den sogenannten Asylkompromiss. Oha, Eva Herrmann. Weiter. Asyl beantragen darf seitdem nur noch, wer nicht über ein sogenanntes sicheres Drittland einreist. Das sind zufälligerweise alle um uns herum. Raffiniert eingefädelt. Wenn also ein Verfolgter nicht gerade mit einem Fallschirm über Buxtehude abspringt oder mit einem Boot auf Sylt landet, wird's schwierig. In Zahlen. Heute kommt ein Asylbewerber auf 1000 Deutsche. Am Ende werden aber nur 1,2% Asylanträge anerkannt. Das heißt, letztlich kommt auf etwa 100.000 Deutsche ein Mensch mit Bleiberecht. Eindeutig Überfremdung. Also für den ehemaligen Asylanten. Aber versuchen Sie, das mal Ihrem Stammtisch beizubiegen. Also, Herr Friedrich. Falsches Bild. Also, Herr Friedrich, wenn Sie das nächste Mal rufen, unser Boot ist voll. Die einzigen Boote, die voll sind, sind die vor Lampedusa.